Lady Gaga und die Organisation Global Citizen haben gerufen. Und alle sind gekommen. Na gut, nicht wirklich. Man ist meist im eigenen Wohnzimmer geblieben. Zu Corona-Zeiten genau das Richtige. In dem 8-stündigen Streaming-Marathon im Netz wurden die wahren Helden der Krise abgefeiert. Nämlich die Ärzte, die Krankenschwestern, die Pfleger und alle, die seit Wochen an die Grenzen ihrer eigenen Gesundheit gehen. Keine riesigen Lichtershows und Monsterboxen, dafür ein Blick ins heimische Wohnzimmer, wie bei den Rolling Stones. Trotzdem war es die größte Megastar-Versammlung seit dem legendären Live-Aid-Konzert 1985. Diesmal ein Live-Aid der Stubenhocker eben. What's up everybody? We are Milky Chance. We hope you're doing good. We hope you're mit dabei auch unsere Kasseler Bandhelden Milky Chance als einziger deutscher Beitrag. Sie erinnerten daran, dass wir alle im selben Boot sitzen und zusammenhalten müssen, um durch diese Krise zu kommen. Mit ihrem Hit Stolen Dance wollen sie der Welt etwas Liebe senden. I want you by my side, so that I never feel alone again. Highlights waren natürlich die Superstars, wie Stevie Wonder oder Taylor Swift. Bei den Kids ist ja gerade Billie Eilish die große Abräumerin. Sie gab den Songklassiker Sunny zum Besten in einer wunderschönen Slow Version. Zimmerpflanzen scheinen voll im Trend zu sein. Das ist uns jedenfalls aufgefallen. Elton John spielte gleich ganz im Garten. Aber auch Modellautos oder unaufgeräumte Zimmer waren zu sehen. Also alles wie bei uns auch. Wie gefiel es denn überhaupt den Hessen? Wir sind ins Internet gegangen mit der Familie, auf YouTube, und haben uns so ein Billie Eilish angeguckt, Alicia Keys, die ganzen Songs, und es war einfach super. Es ist natürlich sehr schade, dass solche Konzerte aktuell nicht live laufen können. Das kann auch wahrscheinlich so ein Event nicht ersetzen, aber ich finde es immer noch eine gute Idee. Die Idee finde ich klasse, also jeder macht das, was er kann, und wenn man berühmt ist, dann soll man irgendwie seine Berühmtheit nutzen. Doch nicht nur Pop- und Rockstars, auch Wissenschaftler, Politiker und andere wie die frühere First Lady Michelle Obama waren dabei. Auch sie dankte den vielen Helfern im Gesundheitswesen. Bill Gates und Ehefrau Melinda, die sich mit viel Geld im Kampf gegen Corona engagieren, hoffen auf den medizinischen Durchbruch. Es gibt momentan viele Kandidaten für einen Impfstoff, die wir unterstützen. Und ich bin optimistisch, dass bis Ende 2021 einer von ihnen rauskommen wird. Paul McCartney dankte allen Kämpfern gegen Corona und sagte, er fühle sich sehr geehrt, Teil des Konzerts zu sein. Children at your feet. Wonder how you manage. Lady Gaga gab mittlerweile bekannt, dass durch das Konzert Spenden in Höhe von knapp 130 Millionen Dollar für Gesundheitspersonal in aller Welt zugesagt worden seien. Das absolute Highlight kam dann auch am Schluss. Lady Gaga zusammen mit Celine Dion, John Legend, Andrea Bocelli und am Klavier Lang Lang. Zusammen gaben sie den Song The Prayer zum Besten. Ein wunderschöner Abschluss eines gelungenen Events.